Hier in einem recht warmen Gewächshaus befinde ich mich hier in meiner kleinen Welt der Vorhandzucht. Hier habe ich einige Sorten, die ich jetzt schon vorziehe. Und ich möchte euch einfach mal so ein paar Tipps und Tricks mitgeben, wie ihr jetzt zum Beispiel erfolgreich eure Kulturen vorziehen könnt. Und ich möchte einfach meine Erfahrungen mit euch teilen. Und dann gebe ich euch noch einen kleinen Einblick, welche Pflanzen ich jetzt schon bei der Vorhandzucht habe, neben den Paprikas und Chilis, die ich beim letzten Video gezeigt habe. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und ja, heute das Thema Vorhandzucht. Also generell ist halt zu sagen, dass jetzt bei uns ja so Ende Februar, Anfang März ja einen großen Teil der Kulturen vorgezogen werden kann, damit sie halt frühzeitig rausgehen können, wenn dann die Zeit gekommen ist. Für gewöhnlich sagen die meisten Mitte Mai nach den Eisheiligen, aber jetzt so wie das Wetter momentan mitspielt, muss man sehen, vielleicht ist es wieder wie vor 2 Jahren, als es dann schon April keinen Frost mehr gegeben hat und dann richtig warm geworden ist. Und ja, so kleine Tipps und Tricks zur Vorhandzucht, weil dann doch viele ja, Panik haben, unsicher sind, wie sie vorziehen sollen, unter welchen Umständen, welche Verhältnisse und alles. Und ja, jetzt habe ich auch schon einige Erfahrungen gemacht ja, mit dem Vorziehen. Und generell sind halt ja, 2, 3 Faktoren sehr wichtig für die Vorkeimung, beziehungsweise dass der Korn aufkommt und eine kleine Keimling beziehungsweise Pflanze oder Leben entsteht, ist es einfach, dass man die nötige Wärme benötigt, damit der Keimling oder der Samen keimt, die entsprechende Feuchtigkeit und auch ja, das Licht beziehungsweise die Sonneneinwirkung. Und da ist es halt so, dass zum Beispiel Paprikas, Chilis, Tomaten, Auberginen, solche wärmeliebenden Pflanzen für gewöhnlich bei einer Temperatur von 20 bis 25 Grad keimen, bei so einer Wärme. Und die mögen es halt auch richtig warm. Also wenn der Spross hochgegangen ist, so 15 bis 20 Grad soll der Keimling wachsen, mit den entsprechenden Lichtverhältnissen natürlich. Da muss man auch schauen, wenn man nicht die nötigen Lichtverhältnisse hat, wenn es halt ein dunkler Raum ist zum Beispiel, dass man auch mit gewissen LED-Lampen nachhilft, wenn man es zu früh macht, weil sonst fangen sie an, die Keimlinge zu vergeilen. Also die wachsen in die Höhe, bilden keine guten Wurzeln und die Pflanze wird nicht kompakt, stabil, bildet auch weniger Früchte. Und das ist halt zum Beispiel ein Punkt, wo man auch wirklich drauf achten muss, die Lichtverhältnisse bezüglich der Wärme natürlich auch. Je kühler es ist, desto weniger Licht braucht auch die Pflanze, auch weniger Nährstoffe. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Und ja, die Feuchtigkeit ist natürlich auch dementsprechend wichtig. Man muss auch das nötige Maß halten. Also natürlich braucht der Keimling Feuchtigkeit, Wasser, damit er sprießt und keimt. Aber wenn dann die Erde zu klatschnass, zu trocken ist, nicht zu trocken, sondern zu wirklich richtig feucht, dann kann es zum Beispiel im Haus passieren, dass ja, die Erde anfängt zu schimmeln und die Pflanze deswegen eingeht oder auch die Wurzeln anfangen ja, einfach zu schimmeln. Oder wenn man halt von oben zum Beispiel immer wieder reingießt, das ist auch dazu passiert, dass die Pflanze keine tiefen Wurzeln bildet, weil sie das Wasser von oben zum Beispiel bekommt. Und da habe ich jetzt zum Beispiel hier, kann ich noch später näher zeigen, ist halt am besten Untersetzer zu verwenden und von unten her zu gießen. Das heißt, man legt die Töpfe auf den Untersetzer, gießt von unten rein, damit halt hier die Pflanzen ja das Wasser von unten rausholen und dann auch wirklich super und kompakt ihre Wurzeln bilden, wenn sie dann rauskommen, noch tiefere Wurzeln bilden können. Und auch ein wichtiges Problem ist es auch, dass es nicht zu trocken ist, weil da können auch wirklich solche Spinnmilben und andere ja, Mitbewohner, sage ich mal, kommen und eventuell auch die
Pflanzen schädigen. Und was mir jetzt die letzten Jahre noch nie passiert ist, viele haben Probleme mit Trauermücken. Das habe ich für gewöhnlich nicht der Fall, weil ich dann doch eher hochwertigere Erde habe. Also ich nehme keine Anzuchterde vom Baumarkt, generell nicht. Hat auch seine Gründe, warum ich das nicht mache. Und ich beziehe halt eine Anzuchterde von einer anderen Firma, die ist, von der ich auch recht zufrieden bin. Und dieses Jahr habe ich diese Anzuchterde mit meinem eigenen Kompost gemischt, den wir fertig gemacht haben, weil da noch ein bisschen Leben mit dabei ist. Also wie gesagt, Leben bringt Leben, Pflanze ist Leben, braucht Mikroorganismen. Unter dem Kompost habe ich zum Beispiel Bokashi mit eingearbeitet. Und ich bin halt auch der Meinung, dass halt die Pflanze auch die Mikroorganismen benötigt. Effektive Mikroorganismen habe ich zum Beispiel meine Pflanzen und meine Samen auch behandelt, damit sie besser keimen und kompakter werden. Damit sie einfach schon mal die Symbiose haben, wenn sie dann rausgehen, die, hier in den Garten oder unter den Folientunnel, damit sie schon mal dieselben Verhältnisse vom mikroorganismischen Leben zum Beispiel haben. Und das sind jetzt so einige Tipps, die ich euch mitgeben kann, und jetzt möchte ich euch einfach mal so ein bisschen näher zeigen, ja, wie, welche Kulturen ich vorgezogen habe, jetzt selber, welche ich jetzt gerade hier in der Kultur habe, und einfach so ein paar Tipps und Tricks oder auch ein paar Möglichkeiten, wie man jetzt sich jetzt zum Beispiel die Untersetzer sparen kann und ja, einfach mal ein bisschen upcycelt und ja, effizienter auch ein bisschen arbeitet. In diesen Töpfchen befinden sich Tomatensamen. Ja, ich weiß, manche werden sagen, das ist doch noch viel zu früh. Wir sind hier gerade mal jetzt so Anfang, Ende Februar. Und ja, ich habe jetzt schon mit den Tomaten angefangen, weil ich natürlich eine Folientunnel und das Gewächshaus hier habe. Und da kann ich dann eventuell schon im April anfangen, die Tomaten an ihrem Platz auszusehen. Also ich habe hier die Möglichkeiten, das zu machen. Diese hat nicht jeder. Und da ist es halt grundsätzlich, wenn ich nicht diese Möglichkeiten hätte, dann würde ich es eher noch ruhig und gelassen angehen und erst Mitte März anfangen. Tomaten wachsen recht schnell, wenn die Bedingungen ja, gegeben sind, und da muss man sich jetzt nicht abhetzen. Hier könnt ihr jetzt zum Beispiel 18 verschiedene Sorten sehen. Dann habe ich hier unten nochmal 12 weitere Sorten. Da hinten, das sind jetzt zum Beispiel der erste Frühjahrssalat, also das ist der Kopfsalat Victoria. Der kann jetzt zum Beispiel bei einer Temperatur von 16 Grad. Und schon mal mit Stangensellerie habe ich auch angefangen. Einfach aus dem Grund, weil ich versuche jetzt schon seit 2 Jahren Stangensellerie erfolgreich anzubauen, und irgendwie wird er bei mir nicht so. Und jetzt versuche ich mal wirklich wieder ein bisschen früher vorzuziehen, und ja, ich versuche es einfach nochmal. Aber wie gesagt, habe ich hier nochmal verschiedene Sorten Tomaten. Hier unten habe ich nochmal 12 verschiedene Sorten, und hier habe ich dann auch nochmal eine vorderen großen Kiste, habe ich dann auch nochmal ja, 15 verschiedene Tomatensorten. Ich komme jetzt so ungefähr auf 60 verschiedene Tomatensorten, die ich dieses Jahr versuche anzubauen. Bin ja auch sehr gespannt, wie sie werden, diese Farbenfreude. Und dahinter, wie ihr auch schon an diesen Schildern sehen könnt, dort habe ich schon mal angefangen mit Spitzkohl, Blumenkohl, Brokkoli in verschiedenen Sorten, also zum Beispiel violetten Brokkoli und lilanen Blumenkohl versuche ich. Und ganzen Rotkohl, Spitzkohl Sorten habe ich da auch schon mal angefangen vorzuziehen. Wie ihr halt auch in den Kisten sehen könnt, habe ich jetzt nicht so viele Untersetzer, oder auch die Kübel sind recht groß. Also in so einem Kübel hier habe ich jetzt zum Beispiel ja, 7 Tomaten Samen reingetan, und wenn ich sie ja dann pickieren muss, muss ich so oder so, dann vereinzle ich sie nochmal. Und ich habe jetzt hier solche ja, Einkaufstüten von Modehäuser zum Beispiel genommen und die einfach bei diesen Kisten, wo zum Beispiel jetzt Lebensmittel transportiert werden, untergelegt.
mein Vater ist halt auf die Idee gekommen und wir gießen halt da einfach rein. Das Wasser bleibt dann stehen und saugt sich halt auch von unten an. Und hier habe ich auch wieder ein bisschen Kohl und Salate vorgezogen. Hier unten, das sind jetzt die Zwiebeln, die ich schon mal gezeigt habe. Zwiebeln und Kohlrabi. Das ist jetzt hier der so ein weißer Kohlrabi, Samen von meinem Vater, die er genommen hat, wollte er unbedingt anpflanzen. Das ist jetzt hier ein lilaner Kohlrabi. Und hier unten, das waren die Zwiebeln, die ich mal gezeigt habe in einem anderen Video. Die waren unten im Keller. Und ja, hier zum Beispiel, das sind jetzt die ersten Salate. Ich weiß wirklich nicht, welcher Salat das ist. Das waren jetzt die ganzen Salate, die im Hochbeet gewachsen sind, in einem kleinen Kasten über den Winter. Die haben Frost ausgehalten. Die haben wir jetzt alle, die haben wir viele pikiert. Da sind immer noch gut 100 Stück drinnen. Und ja, ich und mein Vater haben die einfach pikiert, hier ins Gewächshaus reingesetzt. Die großen haben wir schon ins Freiland rausgesetzt. Die überstehen die Kälte, das macht denen überhaupt nichts aus. Und wie gesagt, das habe ich schon mal gesagt, wenn die Natur mir was schenkt, dann nehme ich es aber auch dankend an. Dankeschön, Mutter Natur. Hier noch ein paar Erdbeerableger. Und hier grünt auch schon meine wilde Pflaume oder meine wilde Zwetschge. Das war ein Kern, der über den Winter rausgekommen ist vor einem Jahr. Und der wächst jetzt auch schon sehr schön heran. Hier sind noch ein paar Feigenstecklinge, Johannisbeeren und alles Mögliche. So, und in diesem Sinne möchte ich das Video dann auch beenden. Hier habt ihr noch ein bisschen die Orangen im Ausblick. Und dann bedanke ich mich vielmals, dass ihr eingeschaltet habt. Gerne könnt ihr dem Video einen Daumen nach oben geben und auch einen Kommentar hinterlassen, was ihr jetzt zum Beispiel in der Voranzucht habt. Würde mich auch sehr interessieren. Gerne könnt ihr auch den Kanal kostenlos abonnieren und auch auf die Glocke drücken, damit ihr auch kein weiteres Video von mir verpasst. Dann könnt ihr immer wieder, ja, seid ihr immer wieder benachrichtigt, falls, wenn sich etwas Neues tut in dem Permakulturprojekt. Die Natur stellt sich im Wandel. Und in diesem Sinne danke ich vielmals, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sehen uns hier in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.